Hallo, in diesem Video nur drei kleine Tipps für den Umgang mit dem Dateimanager unter Ubuntu 10.10. Ganz kurz aufgerufen, einige erweiterte Funktionen, die sich nicht unbedingt direkt erschließen, die man allerdings durchaus sehen kann, wenn man das Menü Ansicht öffnet. Da haben wir nämlich zum Beispiel unter F3 eine zusätzliche Leiste, unter F4 Anzeige nach dem Cutterflow-Prinzip und mit F7 kriegen wir ein Terminal-Fenster eingeblendet. Hier jetzt mal direkt einfach nur F3 angewählt. Schon haben wir hier zwei Fenster, wie wir es eventuell auch von einigen Windows-Dateimanagern kennen, zum Beispiel den Total Commander. Einfach per Drag and Drop die Dateien hin und her schieben. Nochmal F3 und schon haben wir wieder die Standardansicht. Wir können mit F4 das gleiche auch horizontal erreichen, ebenfalls sehr gut, um damit zu arbeiten. Und die letzte Einstellung, F7, öffnet ein Terminalfenster. Das Terminalfenster können wir noch weiter konfigurieren, zum Beispiel über das Kontextmenü. Dazu einfach mal rechte Maustaste über dem Terminalfenster. Dann kriegen wir im Kontextmenü Configure Terminal. Einfach zum Beispiel die Schriftart abändern. Mache ich jetzt mal ein bisschen größer. Farben nehme ich jetzt einfach mal ein knalligeres Grün. So. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Gut. Angewendet wird das Ganze allerdings erst nach einem erneuten Aufruf. Das heißt F7, um es auszuschalten, F7, um es wieder einzuschalten. Und schon haben sich die Änderungen auch ausgewirkt. Also ganz sinnvoll, erleichtert etwas den Arbeitsfluss. Okay.